Schon mal was vom Schadensfall Hypoalpe Adria gehört? Mit Sicherheit, denn wir sollen den bezahlen. Aber was ist da eigentlich geschehen? Um das zu verstehen, muss man sich zunächst vor Augen führen, was Banken so treiben. Sie sind private Unternehmen und verleihen und investieren Geld. An dieses Geld kommen sie ran, indem sie bei anderen Banken Kredite aufnehmen und das Vermögen der eigenen Kunden verwalten. Ganz schön viel Geld bekommen sie auch von sogenannten Investoren. Das sind Unternehmen, die Banken ihr eigenes oder fremdes Vermögen leihen und dafür Zinsen verlangen. Mit diesem Geld kaufen die Banken dann Aktien, Dinge wie Grundstücke und Unternehmen oder sie verzocken es im Finanzcasino. Außerdem vergeben sie selbst Kredite an Privatpersonen und Unternehmen. Und damit sie um dieses verliehene Geld nicht umfallen, verlangen sie Sicherheiten, bevor sie Kredite vergeben. Was hat das alles mit der Hypoalpe Adria zu tun? Sehr viel. Die Hypo hat anscheinend Kredite vergeben, die nicht zurückgezahlt wurden. An Leute, die sie vorher geprüft hat. Bankexperten sagen geratet. Anscheinend dürften auch die verlangten Sicherheiten nichts mehr wert sein. Komisch, oder? Naja, auf alle Fälle dürfte die Hypo jetzt keine Rückzahlungen mehr von ihren Kreditnehmern erhalten. Da sich die Bank aber selber das Geld von jemandem anderen geborgt hat, kann die Hypo ihre eigenen Zinsen und Kreditraten nun nicht mehr bezahlen. Sie müsste also eigentlich in Konkurs gehen. Der Private verliert sein Haus, der Unternehmer seine Firma und die Hypo? Die Hypo wird mit unserem Steuergeld gerettet. Dem Geld, das wir verdient haben und das eigentlich in so wichtige Bereiche wie Bildung und Gesundheit investiert werden sollte. Derzeit ist von einer Summe von etwa 19 Milliarden Euro die Rede. Das ist ein Drittel unseres Budgets, 20 Jahre Sparpaket oder 4.500 Euro pro Steuerzahler. Wir möchten wissen, warum. Nimmt die österreichische Wirtschaft wirklich so viel Schaden, wenn die Hypo in Konkurs geht? Oder werden mit unserem Geld die Interessen von anderen Banken und Investoren geschützt? Wir möchten keine 19 Milliarden Euro verschenken, solange wir nicht alle Details dieser Causa kennen. Und du? Wir fordern volle Transparenz. Unterstütze uns dabei.